Gerade noch rechtzeitig. Sag mir, dass wir erfolgreich waren. Sag mir, dass du die Technologie hast, mit der wir Skotia vernichten können. Es ist erledigt. Ich allein mache hier die Arbeit. Ja. Es ist Zeit für Skotias Ableben. Fantastisch. Brillant. Perfekt. Dann ist es endlich soweit. Skotia befindet sich in seinen Gemächern. Sei auf der Hut. Selbst mit der Macht, die du über ihn hast, ist er immer noch ein furchterregender Anblick. Du brauchst Nerven aus Kortosis. Wandle deine Furcht in Hass. Denk daran, Skotia steht zwischen uns und dem Ruhm. Ich kann es kaum abwarten. Natürlich. Ich bin immer noch skeptisch. Bringen wir es hinter uns. Gut. Hör mir genau zu. Du wirst Skotia folgendermaßen töten. Das Relikt vom Koloss ist der Schlüssel zur Kontrolle über Skotias trandoschanische Leibwächter. Begib dich zu Skotias Gemächern und zeige ihnen das Relikt. Die Trandoschaner sollten sich dann zurückziehen oder ihn angreifen. Irgendwas in der Richtung. Die Verwirrung sollte reichen. Das ist der erste Schritt. Ich mag keine Überraschungen. Wozu muss ich das machen? Und dann kommt das Gerät zum Einsatz. Ihr wisst nicht genau, was passieren wird? Wie ich schon sagte, die Verwirrung sollte ausreichen. Den Rest musst du improvisieren. Das ist die Herausforderung daran. Wenn die Leibwächter aus dem Weg sind, kommst du dicht genug an Skotia heran, um den gestohlenen Prototypen gegen ihn einzusetzen. Aber sei auf der Hut. Obwohl Skotia vor allem eine Maschine ist, ist die Macht nicht schwach in ihm. Ihn zu töten wird immer noch eine Herausforderung. Hervorragend. Kann ich es schaffen? Wohl kaum. Alles andere würde mir auch keine Freude bereiten. Ich wünschte, ich könnte Skotias verzerrtes Gesicht sehen, wenn du ihm den Todesstoß versetzt. Und jetzt entschuldige mich. Ich muss mich auf einer Feier in der Nexus-Raum-Kantina blicken lassen. Triff mich dort, wenn du fertig bist. So, ich nehme wieder die Auszeichnung. Ich hasse dich immer noch. So. Jetzt müssen wir in das Skotias Gemächer. Töten, töten, töten. Verleiht diesem Sklaven die Kühnheit, meine Gemächer zu betreten. Sagt mir, Sklave, seid ihr nur verrückt oder wollt ihr sterben? Selbst Anweisung, ihr werdet sterben, nicht ich. Auf jeden Fall verrückt. Meine Meisterin wünscht euch tot und ich werde gehorchen. Ha! Skisk! Ja, das muss es. Töte ihn! Was mit Vergnügen? Gehört das dir? Relikt zeigen. Gehorche mir. Relikt zeigen. Genug gekämpft. Relikt zeigen. Was nehme ich denn? Ich bin jetzt dein Meister. Wirklich klug. Sesh war sicher die ganze Nacht auf, um sich das auszudenken. Ihr werdet meine Leibwächter nun sicher wegschicken. Oder vielleicht sollen sie mich sogar töten. Tötet ihn. Raus hier, ihr seid frei. Das ist mein Kampf. Sorgen wir für ein wenig Unterhaltung. Reißt ihn in Stücke. Das war unnötig.
Die Leibwächter waren keine Gegner. Zeigt, was ihr könnt. Aber ihr habt meine Autorität untergraben und mir meine Sklaven genommen. Das macht mich wütend. Euch zu töten wäre ein zu kurzes Vergnügen. Nein, ich werde euch erst leiden lassen. So, dann öffne mal dein Missionsinventar und benutze den Brecher. Den Brecher soll ich natürlich anvisieren. Was für ein Brecher? Ich habe jetzt den Cyber-Neutralisator, meinst du? Ja, genau. Sorry. Brecher, also. Brecher. Zum Glück habe ich ja nicht viel drin. Achso, ja, ich kämpfe mal mit, ne? Ihr macht das hier so schön. Wie kann das sein? Wie habt ihr... Sesh! Sesh! Ihr habt mich besiegt! Nein, das war ich. Ich bin einfach zu stark. Ihr seid erbärmlich. Wie fühlt es sich an, von einem Sklaven getötet zu werden? Dummkopf! Ihr habt keine Ahnung, wozu Sesh fähig ist. Seht ihr nicht, wie viele Jahre sie meinen Tod schon geplant haben muss? Sie wird euch töten, so wie sie mich getötet hat. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Ihr lügt. Sesh hat nichts damit zu tun. Ich bin auf diesen Tag vorbereitet. Gut. Nochmal. Was mal? Ich bin die ganze Zeit am Buffen. Ups. Oh mein Gott. Scheiße. Ja, ihr werdet sehen, was ich gemacht habe. Ja, schneller da. Genau. Nee, das war gar nicht meine Absicht. Ich hab mich nach hinten gedreht, nach hinten geguckt, die Kamera, und hab nicht hingeguckt, wo ich hinlaufe, und das war natürlich nicht so praktisch. Ich bin absichtlich runtergesprungen. Mhm. Alter, ich bin doch sogar noch gesprungen. Was wollen die nur von uns? Ich weiß es nicht. Aber wenn man vom imperialen Geheimdienst vorgeladen wird... Hätte ich auch gesagt. So, zwei Missionen sind hier. Ja, einmal die von Alex. Hier. Und meine. Superhero. Ein Superhero der Revanita. Und ab geht's. Und wer hat ihm so viel Nährstoffpaste verkauft? Hm? Derselbe, der vorsichtshalber ein Spürgerät mit in den Karton gelegt hat. Was zum? Ich nehme alles zurück. Ja, der Kopfgeld. Wenn Sie uns reinrufen, solltest du nach einer Anstellung fragen. Hä? Seid ihr nervös, Fremdling? So inmitten des imperialen Geheimdienstes? Ich muss nur ein Wort sagen oder einen Knopf drücken, dann verschwindet ihr für immer. Weg, verschwunden. Einfach so. Und niemand würde es wagen, nach euch zu fragen. Das ist eine Menge Verantwortung für einen einzigen Mann. Ich wusste, ihr würdet es verstehen. Es ist überwältigend, nicht wahr? Mit dieser ganzen Geheimhaltung hatte ich nie viel am Hut. Ich war ein einfacher Soldat. Ich habe nur eine Geheimoperation in die Wege geleitet, die etwas zu gut verlief. Schon war ich beim imperialen Geheimdienst gelandet. Ich meine ja nur, was in diesen Hallen vor sich geht, ist verrückt und auf jeden Fall streng geheim. Was ich euch jetzt sagen werde, muss also unter uns bleiben. Verstanden? Ja, auch so Flecken bei euch? Na gut, verstanden. Also, es ist so. Auf Drom und Kars gibt es einen uralten Sith-Tempel. Früher stand er bloß da und wirkte bedrohlich. Jetzt knistert er vor Sith-Magie. Und das Gebiet wurde vollkommen abgesperrt.
Selbstverständlich haben wir ein Team hingeschickt. Mein Commander leitete das Team. Niemand kehrte zurück. Wir können aber keinen als tot melden, ohne die Mission preiszugeben. Ein ziemliches Dilemma. Ich verstehe immer noch nicht, was ihr von mir wollt. Solange der Tod des Commanders nicht bewiesen ist, kann ich nicht seinen Platz einnehmen. Das schafft ein Machtvakuum. Ich will, dass er in den Tempel eindringt und die Ausweise des Teams findet. Besonders den des Commanders. Ich brauche sie, um einen akzeptablen Tod zu erfinden. Ich kümmere mich drum. Ich beneide euch wirklich. Ihr dürft den unterhaltsamen Teil erledigen. Sucht nach dem imperialen Commander Gargan. Ich glaube kaum, dass ihr im Tempel mehr als eine Leiche mit den Abzeichen eines Commanders finden werdet. Schnappt euch die Ausweise und eilt hierher zurück. Aber leise. Leise. Ein Machtvakuum schaffen. Das wollen wir natürlich nicht. So, und jetzt gehen wir in Global Fighters Phase. Zurück zur NASA. Wo die ganzen Computer stehen hier. Huch. Grüßen. Wächter 3, eine Verbindung zur Dominator. Wenn Lord Yardus dem beiwohnen will, müssen wir seiner Bitte nachkommen. Stelle den Hololink her, Sir. Datenfluss synchronisiert. Wie schön, dass ihr auch kommen konntet, Agent. Nehmt euren Platz ein, die Besprechung beginnt. Jawohl, Sir. Lord Yardus, empfangt ihr unsere Übertragung? Jawohl, Wartortaufseher. Nun gut, wie ihr alle wisst, versuchen wir, den Angriffsplan der Aufständischen festzustellen. Dank jüngster Einsätze haben wir nun die benötigten Informationen. Leider sind die Nachrichten schlechter als erwartet. Es droht ein großer Schlag. Die Aufständischen haben es auf die alten Energieleitungen unter der Hauptstadt abgesehen. Sie wollen das Energiegitter überlasten, was einen kaskadenartigen Kurzschluss und eine Explosion der Relaisstationen zur Folge hätte. Hunderte würden bei den Explosionen sterben und durch den Ausfall der Energie wären wir für weitere Angriffe anfällig. Sir, werden nicht sämtliche Zugänge zum Energiegitter militärisch überwacht? Alle bis auf einen. Die Terroristen wollen sich durch den Tempel der dunklen Seite Zugang zu den Leitungen verschaffen. Für alle, die die Geschichte nicht kennen, fasse ich nochmal zusammen. Der Tempel der dunklen Seite ist älter als die Zivilisation von Drom und Kaas. Die Sith versiegelten ihn, als die Stadt gebaut wurde. Als der Rat der Sith ihn vor einigen Monaten öffnete, fand er dort einige Machtphänomene vor. Arbeiter verschwanden im Inneren, von unbekannten Wesen beherrscht. Wir empfanden den Tempel als Bedrohung, die es zu kontrollieren galt. Für die Aufständischen bot er eine Gelegenheit. Der Tempel liegt genau über einer wichtigen Energieverbindung. Wenn die Aufständischen an den Phänomenen vorbeikommen, haben sie Zugang zum Gitter. Die Aufständischen sind gut vorbereitet. Sie haben Vorräte, Karten und Waffen. Und sie erwarten nicht zu überleben. Das ist ein Selbstmordkommando. Das macht es uns nicht leichter. Sie werden umso verbitterter kämpfen. Wir haben Überwachungsvideos von Aufständischen auf dem Weg zum Tempel der dunklen Seite. Ein Trupp von Agenten wird... Nein. Mein Lord? Kein Trupp. Der Tempel der dunklen Seite ist heilig und darf nicht unnötig gestört werden. Mein Agent wird allein gehen. Ich sorge dafür, dass das erledigt wird. Mein Lord, ich rate euch dringend, das zu überdenken. Wenn die Aufständischen Erfolg haben... Die Geister des Tempels dürfen nicht gestört werden. Weder durch Terroristen, noch durch den imperialen Geheimdienst. Ein Agent genügt. Ich bin hier fertig. Führt meinen Befehl aus, Aufseher. Na schön. Die Entscheidung ist also gefallen. Ihr geht in den Tempel der dunklen Seite. Haltet die Radikalen davon ab, die Leitungen zu erreichen und ihre Ladungen zu detonieren. Bringen wir es hinter uns. Sehr gut.
Wir überwachen euch, solange wir können, aber der Tempel schirmt die meisten Übertragungen ab, also viel Glück, Agent. Wenn ich zurück bin, sollten wir feiern. Nur ihr, ich und ein paar Gläschen. Ich verspreche nichts, aber wenn es euch hilft, den Auftrag durchzustehen... Also los, Agent. Der Tempel der dunklen Seite wartet auf euch. Diesmal habe ich keine Absage gekriegt, so wie vorher. Sie rechnet damit, dass du sterben wirst, deswegen. Sie will keine Beziehungen zu ihren Agenten aufnehmen. Ja, du stirbst ja auch bald. Ja. Du wirst nicht mehr lange ihr Agent sein. Höchstwahrscheinlich wird sie ja sterben. Nein, du kannst dir direkt deine Skills hier abholen, Flo. Ja, hatte ich gerade vor. Nein, Alex, die wird die ganze Zeit da bleiben. Aha. Die wird mich auch noch im dritten Kapitel begleiten. Und versetzen. Wenn du sie wieder anflirtest. Wahrscheinlich. Oder ich fange mir irgendwann eine. Ne, hier, Basti. Wie, was hier? Taxi? Hier zum Taxi? Maxi-Taxi. Wie lautet der Bestimmungsort? Genießen Sie Ihre...